Hi Kinga. Hi. Du beantwortest uns heute ein paar Fragen zum Studiengang BWL International Business? Ja klar, auf jeden Fall. Ja super, dann stell dich doch erst kurz vor. Also ich bin die Kinga, 23 Jahre alt und ich studiere International Business. Kinga, wie startest du in den Tag? Also in den Tag starte ich auf jeden Fall mit einer Tasse Kaffee oder manchmal auch mit Mate. Ich klappe meinen Laptop auf und ich checke die E-Mails. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen für den Studiengang? Man muss auf jeden Fall motiviert und engagiert sein. Stabile Englischkenntnisse sind auch von Vorteil. Und man muss auch Interesse haben an betriebswirtschaftlichen Prozessen. Welche Aufgaben beschäftigen dich den Tag über? Also ich bin hauptsächlich im IT-Projektmanagement tätig. Das bedeutet Organisation, Schaubilder erstellen und Tools bearbeiten. Wieso hast du dich genau für diesen Studiengang entschieden? Also dazu muss ich sagen, im letzten Abi-Jahr war ich mit meiner besten Freundin in Spanien auf den Jakobsweg. Und dort war es so, dass ich sehr viele Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt habe. Und ja, da bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich auf jeden Fall international tätig sein möchte. Kinga, sieht man da im Hintergrund das Schwarzrestaurant? Ja, genau, das ist das Schwarzrestaurant. Ich war da gerade essen und ja, ich konnte leider nicht meine ganze Pinsel aufessen. Deshalb habe ich hier noch einen Karton. In welchem Land hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Ich wünschte, ich könnte Sri Lanka sagen. Aber einen Tag bevor wir dorthin fliegen wollten, hat Sri Lanka den Einreisestopp ausgelegt. Und zwar wegen Corona. Und dementsprechend kann ich euch leider nur Holland sagen. Wie läuft die Betreuung während deines Studiums? Also die Betreuung ist aufgebaut auf drei Säulen. Die eine Säule ist ein Betreuer aus der Personalabteilung. Und dieser Betreuer ist für alles Organisatorische zuständig. Danach bekommt man einen Paten. Und der Pate ist ein älterer Student. Übrigens, Grüße an mein Patenkind. Und die dritte Säule ist der fachliche Betreuer aus deinem Stammfachbereich. An welcher Hochschule hast du deine Theoriephase? An der DHBW in Bad Mergentheim. Was gefällt dir am meisten an deinem dualen Studium? Also am meisten an dem dualen Studium gefällt mir zum einen die finanzielle Unabhängigkeit und zum anderen auch, dass die Theorie mit der Praxis verknüpft wird. Wem würdest du das duale Studium noch empfehlen? Auf jeden Fall jeden, der motiviert und engagiert ist. Auch jeder, der sehr gute Kenntnisse hat in Englisch, Deutsch und Mathe. Ja, und jeder, der auch Interesse hat, auch einfach an betriebswirtschaftlichen Prozessen. Was macht die Schwarze IT zu einem guten Arbeitgeber? Also wenn ich mir das so überlege, dann macht die Schwarze IT zu einem guten Arbeitgeber auf jeden Fall die Entfaltungsmöglichkeit. Und zwar kann man sehr, sehr viele Schulungen bei uns machen. Beispielsweise hast du nicht so gute Kenntnisse in Excel? Kein Problem, mach eine Schulung. Fühlst du dich nicht wohl bei Präsentation? Du kannst hier auch eine Schulung buchen. Und das ist eben das Tolle. Zusätzlich kommt noch, dass wir relativ gutes Essen haben in den Schwarzrestaurants. Und genau, am Donnerstag gibt es auch Currywursttag, kann ich sehr empfehlen. Und was mir auch gefällt, ist auch das gute Gehalt. Was ist am wichtigsten in deinem Beruf? Das Wichtigste in meinem Beruf ist auf jeden Fall das Netzwerk. Deine größte Herausforderung im Studium? Die größte Herausforderung, die ich bis jetzt hatte, war das Fach Statistik. Kinga, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und viel Spaß noch und guten Hunger bei der restlichen Pinsa. Gerne. Ciao.